So, Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute habe ich hier ein Überraschungsei. Ja, ein Überraschungsei heute gefunden, gleich mitgenommen und das möchte ich mir heute mal mit euch hier angucken. Und zwar Lucky Egg, das bunte Ei mit den vielen Überraschungen. Und Lucky Egg, ja, das erinnert euch wahrscheinlich an Lucky Boy oder Lucky Girl. Ja, genau. Das kommt nämlich von diesem Laden hier. Ja, könnt ihr sehen? So. Und kostet 1,99 Euro. Ist ein richtig, richtig großes Ei. Ja, ich muss hier mal gucken mit meinem Rupimeter. Was haben wir denn hier für eine Höhe? Sind es 16 cm? So zwischen 15 und 16 cm würde ich sagen. Kann auch sein, ich habe jetzt gerade einen Knick in der Optik, aber so in etwa kommt es hin. Und wir haben hier auch guten Durchmesser von 10, 11 cm. Ne? Also ein Riesenei. Gibt es in verschiedenen Farben. Ja, was mir auch aufgefallen ist, es steht hier nicht für Jungs, für Mädchen. Das sind irgendwie ja für alle. Ne? Einzig hier, Achtung, nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Abbrechbare Kleinteile, Erstickungsgefahr. Ja, das ganze bunte Programm, wie wir es halt kennen, für 1,99. Jubel, Jubel. Freu. Also bin ich mal echt gespannt, was sie da reingepackt haben. Mit diesen Lucky-Geschichten bin ich bisher eigentlich immer gut gefahren. Es waren immer tolle Sachen drin. Also für den Preis hat man auch entsprechend was bekommen. Darum bin ich sehr gespannt, was sie hier reingepackt haben. Ich schüttel mal. Ne? Also es sind mehrere Teile drin. Was Größeres, was Kleineres. Ich bin extrem gespannt, ob das tatsächlich für Jungs und für Mädchen ist. Wir schauen uns das an. Kann ich das hier irgendwie wegmachen oder nur kaputt reißen? Weil die Aufkleber von dem Laden, was ich euch eben gezeigt habe, die sind manchmal nicht ganz so optimal, gerade wenn es auf Verpackungen drauf ist. Ja, jo, aber es geht, ich kann es wegreißen. Na dann klappe ich das Ganze mal auf. So, und ist auf jeden Fall ordentlich gefüllt. Ich finde die Farben auch nett, ne? Wir haben hier rosa, wir haben hier blau und ja, okay, wir schauen uns das jetzt nacheinander an. Ganz groß wieder Stickers drin. Ich meine, diese Glimmer-Sticker waren auch in einem der Lucky Boy oder Lucky Girls Geschichten mit drin. Also goldig, wir haben hier ein Auto, ein Flieger, ein LKW, ein Luftkissenboot. Dann haben wir hier ein Taxi, wird sich Joe freuen, wir haben ein Motorrad und wir haben hier einen Bus. Und mit Glitzerzeug irgendwie drin. Ne? Dann auch noch so Sternchen. Das sind aber keine Sticker, sondern wirklich nur diese Fahrzeuge hier, die Glimmer-Stickers. Ja, also das haben wir einmal drin. Dann als nächstes, was ist das? Tattoos. Power Now Tattoos. Hier steht die Anleitung drauf. Haut reinigen, Tattoo ausschneiden. Ja, das wissen wir ja. Okay, hier geht es in Richtung Fußball. Wir haben hier einen Fußballspieler, einen Ball mit Splatter-Effekt, einen Extrem-Splatter-Ball und noch mehr Splatter-Effekte mit noch einem zweiten Fußballer. Ja, also wer Fußball mag, vielleicht auch eine nette Tattoo-Geschichte für Kids. So, dann haben wir hier als nächstes, was ist das hier? Ein Büchlein auf dem Bauernhof. Meine Bücherwelt. Okay, um was geht's da? Kennst du die Tiere auf dem Bauernhof und findest du alle Geräte im Werkzeugschuppen? Kleine Bauernhof-Fans können auf bunten Seiten viel Spannendes sehen und entdecken. Okay, dann blätter ich hier einfach mal in die Mitte rein. Was haben wir hier? Oh, hier wird geerntet. Und zwar mit einem Mähdrescher. Okay, hier steht auch wenig Text. Auch auf dem Feld gibt es viel Arbeit. Gerade ernten die Bauern Getreide. Hier seht ihr genau der Mähdrescher. Dann haben wir hier die Strohballenpresse, ne, wo diese Marshmallows rauskommen, die runden Strohballen. Und hier haben wir der Traktor mit der Ladegabel. Finde ich super, dass das so alles erklärt wird. Ne? Hier habt ihr die Sachen einzeln und hier, wie das Ganze auf dem Feld aussieht. Super. Und wie ihr seht, das wurde alles von Hand gezeichnet. Ja, ist doch schön. Also ich denke mal, nettes Mini-Büchlein zum selber lesen für Leseanfänger und vor allem auch zum Vorlesen auf dem Bauernhof. Was heißt hier empfohlen vom Buchclub? Also, nettes kleines
Mini-Büchlein, was ihr hier findet. Was haben wir als nächstes drin? Spannend, ne? Wenn man erst die Rückseite sieht. Und da wackelt ein bisschen was. Ein Spitzer, aufklappbar. Na, den schauen wir uns doch gleich mal an. Gehe ich das hier weg? Ja. Einen grünen, aufklappbaren Spitzer. Aha. Also dann hier mal ziehen. Okay. Ja, super. Ne? Ja, ich kann halt aufklappen. Wunderbar. Und ihr habt hier zwei Größen drin für die schmäleren Bleistifte und für die breiteren. Und das kann ich auch noch rausmachen, oder? Ja, geht ein bisschen. Ja, doch geht. Also, dann kann man das wieder wunderbar lernen. Und ich finde es gut, dass das klar ist, denn dann siehst du immer, wann das voll ist mit den Spitzabfällen. Und das kann man einfach wieder hier reinschieben. Und so wieder zusammenklappen. Ja, ist einfach stylisch, aber ja, mehr Sinn und Zweck macht das Ganze dann auch nicht, ne? Aber toll, ja, Bleistiftspitzer immer gern genommen, kann man brauchen, solange man in die Schule geht. Also auch nett, was sie hier noch mit reingepackt haben. So, als nächstes, was haben wir hier drin? Ich greife blind rein. Was ist das hier? Das ist eine große Pille, was? Leider geil. Leider geil. Was ist das? Cool Pen to go. Aha. Ist das was zum Schreiben? Mal aufklappen hier. Nur Warnhinweise. Okay. Das kann ich wegmachen. Ist nur ein Gummi dran. Cool Pen. Leider geil. Aha. Okay. Und den kann man... Ach, guckt euch das an. Guckt euch das an. So ist das zusammen. Und schwupps. Habt ihr hier... Ein riesen Kugelschreiber. Ja, cool. Cool, passt sogar in meine Hand. Und hier kann man was draufschreiben. Schreibt sofort los. Super, komm, ich mach mal ein Herzele für die Zuschauer mit einem Pfeil durch. So, guckt euch das an. Ne? Rupi-Herzele mit Pfeil. Also, der schreibt. Ihr könnt ihn auch wieder zusammen machen und hier wieder reinstecken. Das ist super geil. Ja, leider geil. Was soll man sonst sagen? Super, das ist das Ding hier. Passt mal auf, wo habe ich denn? Mein Metrio. Das Ding hier hat zusammen eine Länge von nicht ganz 6 cm, 5,8 oder sowas. Ja, und wenn ich das dann ausklappe, dann kommen wir hier immerhin auf eine Länge von 11,7 oder 11,8 cm. Ja, ja, das ist... Leider geil, hier ist übrigens auch noch ein Gesicht drauf. Super, also das ist absolut geckig, finde ich toll, dass sie das hier mit reingepackt haben. Super Idee, ja. Eine leider geil Pille, ich schmeiß mich weg. Kann natürlich nicht stehen, kippt um, aber passt in jede Hosentasche für unterwegs. Finde ich nicht schlecht. Es ist halt ziemlich dick, das Ganze, ne? Also, ja, von dem her... Aber echt witzig. Also ich glaube, Kugelschreiber-Sammler würden da voll drauf abfahren. Ja. So, alles klar. Auch nicht schlecht. Dann, was haben wir noch drin? Sind es noch zwei Sachen oder eins? Ne, eins. Ja, dann ist es auch schon leer. Hier haben wir wieder von Power Now Fußballflitzer. Was? Ein Fußballflitzer. Alles klar. Ja, ein halber Fußball halt. Ne? Ich denke mal, das ist so ein Teil... Ich mach das mal weg hier. Schnips. Wo man zurückzieht und dann saust der los, oder? Ja. Seht ihr das? Oh, der ist flott unterwegs. Pass mal auf. Zack. Achtung und. Wow, ist der schnell. Der ist ja mega. Und nochmal. Und zack. Der Burner. Also der ist so schnell unterwegs, der Flitzer. Der absolute Oberknaller. Ja, roter Fußball. Ich kann mir vorstellen, dass es den wahrscheinlich in allen möglichen Farben gibt. Ja. Ganz einfacher Antrieb hier hinten, einfach draufdrücken, zurückziehen und los saust das Teil hier. Ne? Fahrt er auch ein bisschen langsamer, so, nee, der hat es echt eilig. Ja, witzig, was wir in dem Ei hier drin finden können. Ja, ich weiß nicht, ob in jedem Ei das gleiche drin ist, ich vermute mal ganz unterschiedliche Geschichten. Übrigens, der Aufkleber auf dieser Seite, der löst sich perfekt. Also, hier unser Ei.
Und das hier haben wir alles drin gefunden. Einen aufklappbaren Spitzer, Fußballtattoos, leider geil, Kugelschreiber, ein Flitzeball auf dem Bauernhof, ein kleines Minibuch und Glimmer-Sticker. Das findet ihr in dem Lucky Egg, das bunte Ei, erst heute entdeckt. Es gibt übrigens auch kleine Eier, die habe ich jetzt nicht mitgenommen. Ich wollte erstmal gucken, was in den großen drin ist. Und ja, 1,99 für die Geschichten. Lohnt sich das für euch? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ansonsten denke ich mal, ja, das muss jeder für sich selbst wissen. Auf jeden Fall, das könnt ihr aus diesen Eiern hier rausholen. Es ist tatsächlich für jeden und für jede was dabei, wie ich finde. Und ja, wie schon gesagt, es gibt die Eier in unterschiedlichen Farben. Es gibt diese großen Eier, es gibt noch kleinere Eier. Müsste ich direkt mal gucken, was die dann kosten. Kosten die nur 1 Euro oder 99 Cent? Wenn ich beim nächsten Mal in dem Laden bin und ich dran denke, nehme ich vielleicht noch eines mit. Und dann schauen wir uns das auch noch an. Gut, dann ihr wisst Bescheid. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Ich sage ciao, tschüsschen, winke, winke, bis zum nächsten Mal, euer Rupi. Yay!